als ich das erste Mal gehört habe, dass HIV unter Therapie nicht übertragbar ist, hat mir das eine riesige Last von den Schultern genommen. Ich war überrascht, dass es solche Medikamente gibt und das war für mich was Neues. Ich stelle immer wieder fest, dass wenn ich mit den jungen Leuten spreche, dass das eigentlich ja wenig Leute nur wissen. Als ich 2014 meine HIV-Diagnose erhalten habe, brach für mich eine Welt zusammen. Ich fühlte mich, als ob ich keinen Zugang mehr zu Menschen habe. Als ich erfahren habe, dass durch die Medikamente HIV nicht mehr übertragbar ist, weil sie das Virus so weit unterdrücken, war das natürlich eine unglaubliche Erleichterung. Heute sieht mein Leben mit HIV ganz normal aus. Ich kann reisen, ich kann Sex haben, ich kann meinen Traumjob ausführen. Allein der Gedanke, dass ich in Zukunft eine Familie haben kann, ohne meine Partnerin zu gefährden, ohne ein positives Kind zu haben, ist einfach eine unglaubliche Erleichterung für mich. Die Medikamente verhindern eine HIV-Übertragung beim Sex. Ich bin mir da so sicher, weil es mittlerweile groß angelegte wissenschaftliche Studien gibt, die das beweisen. HIV hat heutzutage keinen hohen Stellenwert mehr für mich, weil ich Medikamente bekomme, die mir helfen, ein ganz normales Leben zu führen. Ich habe mich richtig darauf gefreut, als ich angefangen habe, die Medikamente zu nehmen, dass ich endlich unter die Nachweisgrenze komme, weil mir das ganz wichtig war und mir auch super geholfen hat, HIV anzunehmen und damit gut zu leben. Als der Arzt gesagt hat, der Virus ist nicht mehr in meinem Blut nachweisbar, habe ich eine kleine Tanzparty auf der Straße gemacht, weil mich gefreut hat, dass die Medikamente tatsächlich wirken. Ich bin jetzt seit 3 Jahren unter der Nachweisgrenze. Das heißt, ich bin beim Sex mit jemand anders nicht ansteckend. Und das ist super wichtig, weil es bedeutet, dass ich andere schütze und mich selber schütze. Im Alltag hat HIV ja sowieso noch nie eine Rolle gespielt. Und wenn selbst beim Sex jetzt nicht mehr übertragbar ist, dann muss man sich auch als HIV-negativer Mensch gar keine Sorgen mehr machen. So kann man einfach wieder freier auch sexuelle Beziehungen haben und muss einfach keine Angst mehr haben. Ich habe erst einmal hier in Deutschland erfahren, dass es ein Medikament verhindert die Übertragung von HIV-Virus beim Sex. Ich bin selbst wohl Geflüchtete und ich bin sicher, dass alle SBT-Geflüchtete gehören zur Risikogruppe und sie haben keine Info bekommen in die Herkunftslande oder in die Unterkunft. Es ist eine große Freude, solche Wissen über das Thema HIV und Sex zu dieser Zielgruppe reinzubringen, weil für sie das ist eine Erleichterung. Für mich ist es super wichtig, dass mehr Leute von dem Fakt erfahren, dass HIV mit den richtigen Medikamenten nicht mehr ansteckend ist. Ich wünsche mir, dass Stigma HIV abgebaut wird, dass man ganz normal miteinander umgehen kann. Erzählt es weiter, teilt das Video auf euren Social Media Kanälen. Mach mit und sag's weiter. HIV ist unter Therapie nicht übertragbar. Verdoppelt doch einfach das Wissen unter Hashtag Wissen verdoppeln und teilt die Botschaft, dass wir damit ganz entspannt umgehen können.